ich glaube, ich habe gerade verkackt. Ich glaube, ich habe gerade verkackt. Ich bin mit meiner Haare angesabbert. Voll räudig. Ich sehe aus wie ein Geist gerade. Okay. Ja, liebe Leute, ich bin Desi und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich hier einen Spiegel da, weil wir kommen zu Desis Beauty Palace, ja. Wir werden ein Beauty-Tutorial nachschminken. Und zwar nicht irgendein Beauty-Tutorial. Ja, wir haben Barbie mal gemacht, das war ziemlich lustig. Und ja, wir haben Barbie ein zweites Mal gemacht, das war sogar fast noch lustiger. Aber diesmal werden wir ein 30 Jahre altes Make-up-Tutorial nachschminken. Genau aus dem Grund bin ich gerade ungeschminkt und sehe einfach aus wie ein Geist. Oh Gott, ich bin voll schlecht in diesen Beauty-Tutorial-Sachen. Ich weiß jetzt schon nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich den Spiegel hin tun soll. Ich bin überfordert. Wieso ist mein Laptop hier gerade im Weg? Okay, ich habe hier ein Vintage 1950s. Alter, das ist nicht 30 Jahre alt. Das ist ja... Jetzt bin ich schlecht in Mathe. Das ist 70 Jahre alt. Oh mein Gott. Schminke ich jetzt einfach ein 70 Jahre altes Make-up-Tutorial nach? Das ist sehr lange her. Wir gucken uns das jetzt mal an. Oh mein Gott. Make-up is a study in itself. It refers to foundation, to add a texture and color tone. Oh mein Gott, warum ist das so dunkel? Blend and keep blending. To choose the right color, study yourself. Das ist nicht the right color. Man sieht doch, dass sie einfach mega blass ist und die macht da einfach sowas Dunkelbraunes dahin. But whatever you do, hä? Bin nur ich das? Das sieht aus, als würde sie Dreck in ihr Gesicht schmieren, oder? Wir fangen mal damit an. Oh mein Gott. Wie macht sie das? Vor allem, ich habe einfach ein viel zu großes Handtuch. So? Sie sieht doch ein bisschen aus wie eine Nonne, oder? Nee, ich brauche ein kleineres Handtuch. Das funktioniert nicht. So, oder? Hey, guck mal, das sieht doch ganz gut aus, oder? Keine Ahnung, das hält auch einfach gar nicht. Okay, ich nehme jetzt einfach diese Haarnadel. Richtig professional, Alter. So, das hätten wir. Ich werde jetzt einfach eine viel zu dunkle Farbe nehmen, weil das macht sie ja auch. Sie nimmt einfach eine viel zu dunkle Farbe. Use a light foundation to take away some of the color. So. Das sieht so krank fleckig bei ihr aus. Alter Schwede. Blend and keep on blending. Okay, und jetzt verblende ich es mit einem Stück Taschentuch. Das ist einfach so falsch. Okay, sie reibt es auch irgendwie so zur Seite. Das ist halt nicht zum Verblenden. Das fühlt sich voll eklig an. Ich krieg gerade Gänsehaut davon. Ah! Ich mache einfach mein Make-up gerade ab. Das ist irgendwie voll strange. Geil. Richtig dumm einfach. Ja, die hat auch, guck mal, wie dunkel das Tuch einfach ist bei ihr. Die wischt auch einfach nur ihr ganzes Make-up wieder ab irgendwie. Now to the question of rouge. Rouge is a tint. Not a paint, and slightly below the bone under your eye. So ein Rouge, was sie da hat, habe ich gar nicht. Ich habe nur Puderrouge. Das sieht fast aus wie so ein Lippenbalsam oder so, was sie da drauf hat. Das funktioniert nicht, Leute. Das funktioniert nicht. Das geht auch nicht mal richtig ab gerade. Es sieht ja so flüssig aus, deswegen nehme ich jetzt einfach die Reste von einem Lippenstift und verteile das, weil ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Ich weiß nicht, was ich gerade mache. Ich glaube, ich habe gerade verkackt. Okay, jetzt müsst ihr das gerade mal in echt sehen. Das sieht einfach voll bescheuert aus. Ich muss das besser verblenden. Sieht einfach aus wie ein Clown gerade. Ich mache auch einfach gerade Lippenstift auf meine Backen. Keine Ahnung. Das ist halt ein bisschen fleckig irgendwie, aber abgesehen davon... Ja? The eyebrows frame the eye. Okay, die hatten damals Augenbrauenstifte. Das ist schon mal gut. Das habe ich sogar. Ey! Direction in which the hair grows. Okay, also in die Richtung, in die die Haare wachsen, soll man das malen. Darauf habe ich halt auch noch nie in meinem Leben geachtet. Wenn das jetzt irgendwie so ein Beauty-Lifehack ist von einem Beauty-Tutorial aus den 1950ern, dann... Puh, Alter. Okay, einfach die Haare nachzeichnen in die Richtung, in die die Haare wachsen. Das kriege ich hin. Doch, mir fällt gerade auf, dass ich das auch so mache. Es macht ja auch voll Sinn einfach. Es würde ja voll dumm sein, es in die Richtung zu malen. Ich, Depp, Alter. Ich sehe auch einfach so voll bescheuert aus mit diesem Handtuch. Das steht mir nicht. Ich will einfach das ganze Video an Kacke aussehen jetzt. Also wenn du noch nie Augenbrauen gemalt hast, ist das voll die gute Erklärung, die sie da gemacht haben. Aber der malt die irgendwie die Linie nochmal so voll weit darunter. Das heißt, ich muss das ja nicht auch so machen. Das ist heutzutage halt nicht so... Der malt die hier so runter, oder? Das sieht halt einfach voll kacke aus. Das sieht halt hinten halt auch nicht so nice bei ihr aus, muss ich sagen. Okay. Yay, sie ist glücklich. Eyeshadow is also an aid to eye beauty. Aha. Choose a color that brings out your own eye color. Gut, dass ich sowieso nur braunen Lidschatten habe. Blue for blue eye. Die trägt das wieder mit dem Finger auf. Using just a bit of the shadow in your finger, begin tracing the line as close to the lid edge as possible.
Okay. Ey, das fühlt sich voll falsch an. Einfach mit dem Finger das aufzutragen. Ey, das funktioniert halt gar nicht mit dem Finger, ne? Just saying. Alter. Sieht aus, als würde ich verprügeln. Now blend and blend. Sieht irgendwie einfach nur aus, als hätte ich keine Ahnung, wie man Lidschatten aufträgt. Ach du Scheiße. Okay, ganz ehrlich, besser wird's nicht. Warum sieht sie so fucking hübsch aus in diesem Tuch und ich sehe einfach voll scheiße aus? Aber ganz ehrlich, ist es gar nicht mal so schlecht mit dem Lidschatten. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, oder? Use tastefully. Then apply just on the top lashes only. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich die damalige Mascara. Da hatten sie halt wirklich so eine Bürste und haben das in irgendwas Schwarzes reingetunkt und dann drauf gemacht. Sowas habe ich halt nicht da. Weiß auch nicht. Deswegen werde ich tatsächlich meine 2019 moderne Mascara benutzen. Alter, seht ihr diese Segelohren? Ach, guck mal, die hat die gar nicht. Deswegen siehst du kacke aus. Sie hat die weg, oder? Die Ohren. Ja, deswegen siehst du kacke aus. Nee, ich sehe auch so kacke aus. Scheiße. Now take a dry brush till all but just a touch of color is brushed off. Okay, jetzt soll man mit einer trockenen Bürste da drüber gehen. Sowas habe ich nicht für die Wimpern. The beauty of the eye. Oh Mann, die hat voll lange Wimpern. Die hat noch nicht mal richtige Wimperntusche. Und ihre Wimpern sehen krasser aus als meine. Wie traurig ist das eigentlich? The use of lipsticks is one of the greatest tests in your artistry. Na, guck mal, da hatten die auch nur so eine Tube, wo sie den Pinsel reingemacht haben und dann den Lippenstift aufgetragen. Fill the brush with color. Ich glaube, ich habe sogar sowas da. Hier. Ich muss das so desinfizieren, weil das voll räudig ist. Das wird einfach voll messy aussehen, glaube ich, weil dieser Pinsel einfach viel zu fett ist. Naja, das kitzelt voll irgendwie, mit einem Pinsel das zu machen. Ah! Blood for the smooth, clean, natural look. Ich weiß nicht, macht man das heutzutage auch noch? Also ich mache das nicht. Oh, deswegen habe ich überall Lippenstiftreste. Ich lerne ja noch was aus den 1950ern Tutorials, ja? Vor allem, die macht das einfach so irgendwie. Fluff on powder for a softening effect. Okay, ich habe nicht so ein Wattebauschen da, aber ich habe Wattepads da. Dann werde ich halt Puder mit Wattepads auftragen. Also, das hier hatten sie nicht. And brush off. Brush off. Irgendwie streift man die ganze Zeit nur Make-up ab bei diesem Tutorial. Take a sponge, dampen it only slightly and pat all over your makeup. Okay, ich habe so einen Schwamm nicht, dann werde ich tatsächlich meinen Beauty Blender benutzen, was ja eigentlich auch einfach nur ein Schwamm ist. Und dann einfach rüberwischen, um wieder Make-up abzuwischen. Das macht es gerade voll cakey irgendwie. Scheiße. Ja, ich habe eh nicht vor, das Haus so zu verlassen. Der macht das richtig so. Your 1-2-3 Beauty Plan. Complete. 1-2-3 Beauty Plan. Oh, das passt. Sehe ich gut aus. Okay, ich mache jetzt mal mein Handtuch weg, damit ihr die volle, schön Natural Beauty betrachten könnt. Oh, ich habe meine Haare zu. Ich wollte sie gerade so wehen lassen, okay. Sagt ihr? Findet ihr mein Make-up? Ich finde meinen Lidschatten überraschend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man das mit dem Finger doch so gut auftragen kann. Also ich bin schon dankbar, dass wir heutzutage so ein paar mehr Gadgets haben. So sowas hier zum Beispiel, wo wir das dann einfach mit einem Pinsel machen können, wo sich das einfach viel nicer anfühlt, als jetzt zum Beispiel mit einem Stück Watte irgendwie. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Make-up so findet. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, mach's gut. Tschüss. Mwah!